Yo, hey Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Deponia. Und ja, ich weiß gerade nicht mehr wirklich, was ich machen soll, von daher probiere ich jetzt einfach alles Mögliche. Und ja, genau, den grünen Knopf haben wir oft nicht gedrückt. Länger nicht gedrückt, aber da passiert ja nichts. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Ja, eben. Ist nicht schwer genug. Also würde ich sagen. Warte, wir fahren erstmal los. Okay, da sind wir. Also sind wir jetzt wieder unten. Können wir denn irgendwas anderes noch damit Eine benutzen? Warnlampe? An meinem Mainbike? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch einen. Ja, das kennen wir ja schon. Mist, ich komme nicht an den Scheinwerfer ran. Ja, aber mit dem Teil hier doch bestimmt. Da sind tatsächlich ein paar Achtkantschrauben locker. Ach, ich lasse es mal drauf ankommen. Och, du soll... Oh. Nicht solange ich noch zwei eigene... Ich halte nichts von Rückspiegeln. Mein Blick ist immer nach vorne gerichtet, egal wie laut sie rufen. Oh, ich merke gerade, dass bei uns zu Hause hier gerade wird geklingelt. Also, ich muss mal kurz zur Tür. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Tut mir leid, war jetzt gerade eine kurze Unterbrechung. Ihr wisst ja warum, habe ich ja gesagt. Ja, was? Ja, ich weiß nicht. Also, hier haben wir die Wartungsklappe. Und da können wir ja auch nicht hier einfach mal einen Stromumkehrer reinhauen, Mal oder? gucken, wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Oh. Ja, okay. Okay, den anderen können wir da dann wohl auch nicht reinbauen. Dann haben wir jetzt nur noch einen, okay. Ein Bein reicht. Okay, ein Bein rein. Hier haben wir übrigens noch den Signallampendeckel. Und da können wir bestimmt hier den reintun. Ran damit. What? Passt nicht. Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Aber da ist schon einer drin. Und hier? Huch. Die nehme ich da mal wieder raus, Autsch, heiß. das kommt mir. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Das sieht irgendwie so falsch aus. Autsch, heiß. Dann werden wir die andere Lampe wohl doch woanders für brauchen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass das irgendwie ans... Ich weiß nicht. Naja. Können wir denn hier irgendwelche Scherben Sachen bringen, aber ich... kombinieren? Achso. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Putzen wir einfach mal den Er Knochen ist hier. eingetreten, er kann es auch selbst abwischen. Ach so, wir können Der ja... riecht wie das Tuch, er sagt. Das will ich... Der riecht, er sagt. Ich will den Der nehmen. riecht, er sagt. Boah. Der Nehmen. riecht, er Ich sagt. will den nehmen. Der riecht, er sagt. Willst du mich verarschen? Ich mach Linksklick. Der riecht, er sagt. Alter, dann laufe ich jetzt mal kurz ein Stück. Das hatte ich schon mal, das Problem. Alter. Ach so, geht sogar. Hallo, kommst du öfter hierher? Mein Gott. Okay. Warte mal, können wir nicht das Licht da reinspiegeln, indem wir es hier irgendwo festmachen? Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Ja, aber wie... Okay, mach genau das Entgegengesetzte. Also werde ich jetzt mal kurz wieder... Tut mir leid, aber ich werde jetzt noch mal eben das Lichtchen ausmachen. Ist jetzt alles gegenverkehrt. Also nach unten. Dann wieder zum Viadukt. Jetzt ist er wieder unten. Jetzt machen wir den Spiegel da. Ich hoffe, das klappt überhaupt mit dem Licht umlenken hier. Nicht fallen lassen, okay? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hier nach oben. Und benutzen den Hebel wieder. Und wie sieht's hier jetzt aus?
Okay, es scheint auf jeden Fall wirklich zu spiegeln. Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv. Okay, sehen wir da drin vielleicht jetzt was? Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die... Ja, das kennen wir. Was? Sorry. Es ist immer noch zu dunkel für meinen Sonar. Da hilft auch diese rote Funzel da nichts. Ja, eben. Ja, wie ich gerade dachte. Aber wir können doch ausmachen, oder? Dann ist es doch bestimmt nicht mehr so heiß. Und dann können wir die doch bestimmt auswechseln. Ich will da drin was sehen. Ich will den Hebel haben. Da, die. Die soll da rein. Ja, genau. Zumachen bringt gerade nichts. Also wieder zur Tunnelpassage. Mein Gott. Was eine Laufaufnahme. So. Und jetzt. Ja, ich wollte direkt dahin. Ja, sieht glaube ich heller aus, aber ich weiß es nicht. Das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Also ja. Im Dunkeln sehen. Autsch. Huch. Yay, wir sind... Der Weichenhebel. Abmontiert und weggeworfen. Es war wohl der letzte Wille des Gleisarbeiters, dass das mein Bike nie wieder fährt. Tja, da hat er seine Rechnung ohne mich gemacht. Wo ist gerade dieses Ding hingeflogen? Naja, ich nehme mal den Hebel. Sonst haben wir hier auch nichts. Oh. Hey, da ist ja noch was drin. Und was? Die ist ja praktisch noch halb voll. Oh Gott. Doch nur ein Käfer. Ja, jetzt ist sie leer. Okay. Zurück. Hallo. Achso, da fliegt der. Das sah aus, als wäre der mir irgendwie in den Nacken geflogen. Deswegen habe ich gefragt. Ich wusste, dass das ein kompliziertes Rätsel ist. Hier sitze ich jetzt seit Anfang der Reihenaufnahme und die ist schon ein paar Folgen dran. Also, jetzt können wir doch eigentlich, wenn wir uns jetzt hier aufs Mein Bike setzen und dann losfahren, werden wir doch umgedreht, oder? So, und jetzt rüber. Ganz genau. Und losfahren. Ach so, da wird jetzt gar nicht mehr die Sequenz gezeigt, okay. Naja, dann... Na, was anderes bleibt uns jetzt wohl nicht übrig. Weichenstellkasten mit Hebel. Andersrum. Okay, dann stellen wir mal. Oh yes. Wir haben es geschafft. Wir haben es. Soweit. Also losfahren. Hui. Aha, okay. Nein, nicht reinsetzen. Nächster Halt, untere Aufstiegsstation. Aha, dann gehen wir mal kurz zum Kran. Und gucken, ob wir hier irgendwas Neues machen können. Das wird ein Kinderspiel. Ready, go! Mist. Verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Und dies das hat bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Die ist ganz schön hart im Nehmen, die Goal, möchte ich mal anmerken. Was sollen wir mit dem letzten Strom umkehren? Wir haben ja noch einen Wartungskasten, ein ne? Das nur der als bräuchte man dafür. Was? Nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Oh, schade. Okay. Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten 3-Punkte-Wurf im Trashcan-Ball zu üben. Ja, du machst das schon, Ufus.
Was ist denn überhaupt mit der leeren Flasche jetzt? Ach, ich weiß das nicht. Das Werkzeug ist immer nur so gut wie die Hand, die es führt. Und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Nee, Moment. Ja. Dieses Mal besorge ich uns ein Einisch. Ich war am besten. Na gut. Okay. Mit der Unterbrechung jetzt in dieser Aufnahme weiß ich nicht mehr genau, wann die aus ist, aber ich schätze mal so ungefähr, jetzt wird schon passen. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.